Was ist eigentlich der Unterschied zwischen zentralen und dezentralen Schließen der Türen? In dem Video will ich euch mal die Türabfertigungsverfahren erklären, die wir so haben. Ich lasse mal TB0, also den ganzen alten Kram, außen vor und beziehe mich nur auf SAT und TAF, ja, also zentrales und dezentrales Schließen. Und das ist bei Regio so. Ob das beim Fernverkehr so ist oder bei den anderen Unternehmen, das weiß ich nicht. Aber bei Regio, da ist es so. Passt auf. Beim zentralen Schließen oder auch SAT genannt, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Selbstabfertigung Triebfahrzeugführer, gibt es also einen zentralen Schalter, der alle Türen schließen kann. Ja? Zwangsschließen. Das bedeutet, ich habe hier einen Schalter oder auch an jedem Wagen, den ich betätigen kann, damit sich die Türen schließen. So, wenn ich das tue, dann schalten sich sämtliche Lichtschranken der Türen weg. Und die Türen fangen an zuzulaufen. Ne? Es piept dann ein bisschen, manchmal gibt es auch so ein Lichtchen und geht einfach zu. Es gibt noch am Türblatt natürlich so einen Druckwellenschalter, ne, in so einer Gummilippe, dass wenn der auf ein Hindernis trifft, Hindernis, also auf eine Person, dass er dann wieder aufgeht und nochmal probiert zuzugehen. Ne? Aber ansonsten kann ich diesen Schalter betätigen und alle Türen laufen zu, egal ob da jemand einsteigt oder nicht. So. Aus diesem Grund muss ich bei diesem Abfertigungsverfahren, beim zentralen Schließen, auch alle Türen einsehen können, gerade weil ich jemanden einklemmen könnte. Ich gucke also raus, wenn der Ein- und Ausstieg beendet ist, dann kann ich die Türen schließen. Stünde ich in einer Kurve, dann brauche ich einen Mitarbeiter, der mir sagt, du, alle sind ein- und ausgestiegen, du kannst schließen. Gibt es keinen Mitarbeiter, muss ich es selber machen. Dann muss ich halt rausgehen, ja, muss gucken, ob alle ein- und ausgestiegen sind, dann komme ich wieder rein, schließe. Dann gehe ich wieder raus und gucke, ob das Schließen erfolgreich war, ohne dass ich jemanden eingeklemmt habe. Gehe wieder rein und dann kann ich abfahren. Beim zentralen Schließen habe ich einen Leuchtmelder, der, wenn die Türen offen sind, blinkt. Und wenn die Türen geschlossen sind, erfolgreich geschlossen wurden, dann hört das Blinken auf. So, so viel zum zentralen Schließen. Beim dezentralen Schließen funktioniert das ein bisschen anders. Dezentral heißt, dass ich keinen zentralen Ort habe, von dem ich aus alle Türen zum Schließen animieren kann. Ja? Dezentral deswegen, weil sich jede Tür von alleine überlegt, wann sie zugehen möchte. Ja? Die haben ja alle eine Lichtschranke. Da, wo jemand einsteigt, da bleibt sie offen. Und da, wo dann niemand mehr einsteigt, da merkt das die Tür und fängt an zuzulaufen. So. So passiert es die ganze Zeit am Bahnsteig. So. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist mit einem Schalter, mit dem ich beim zentralen Schließen die Türen wirklich geschlossen habe. Wenn ich den jetzt auf Schließen drehe, dann löschen alle Türöffnungstaster, diese grünen, mit denen ich die Tür aufmachen kann. Mehr passiert nicht. So, das heißt also, die Türen, die schon zu sind, die kann ich nicht mehr aufmachen, die bleiben auch zu. Die Türen, die noch offen sind, ja, die warten so lange, bis der Ein- und Ausstieg da beendet ist, laufen dann auch zu und man kriegt die nicht mehr auf, weil der grüne Punkt ja ausgegangen ist. Und wenn alle Türen zu sind, dann kriege ich das hier wieder gemeldet, indem ein Leuchtmelder von Blinken in Dauerlicht übergeht. Im Gegensatz zum zentralen Schließen, da löscht er. Hier beim dezentralen Abfertigungsverfahren geht er in Dauerlicht über. Das hat jetzt folgende Konsequenzen. Da ja jetzt jede Tür einzeln entscheiden kann, wann sie zugeht und mir das Ergebnis hier vorne an den Leuchtmelder sendet, bedeutet das, dass ich das augenscheinlich nicht mehr kontrollieren brauche. Ich gucke zwar noch aus dem Fenster, eine Art Serviceblick, da gucke ich aber nur, ob der Ein- und Ausstieg beendet ist. Nicht, ob die Türen dann zugelaufen sind. Ne? Wenn das also beendet ist, gehe ich wieder rein, drehe meinen Türwahlschalter auf Schließen, ne? Nehme so die Türfreigabe zurück und dann warte ich hier bloß noch, gucke auf meinen Leuchtmelder und warte, bis der Dauerlicht anzeigt. Und dann sagt er, alle Türen sind zu, kannst fahren. Und dann mache ich das auch. So, warum erzähle ich euch das? Jetzt passt auf. Nehmen wir an, der Zug steht in einer Kurve, ja, eine Außenkurve. Wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, dann sehe ich nicht mehr den Arsch meines Zuges und auch nicht mehr die dazugehörigen Türen. Und alles, was da passiert, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn ihr also da hinten Quatsch macht, ne, einer steht draußen, einer steht drin, oder der Koffer ist draußen und er ist drin, oder der Kinderwagen ist drin und du bist draußen, ne, und ihr nicht aufpasst, dann nehme ich die Türfreigabe zurück, Türen schließen sich und einer steht draußen und einer steht drin und ich fahre ab.
Und ihr könnt winken und rufen und pfeifen. Ich sehe euch nicht. Ne? Warum nicht? Na, ich bin in der Kurve und beim Türenschließen bin ich ja schon ein. Habe meinen Kopf schon drin und guck bloß noch auf meinen Leuchtmelder. Und dann fahre ich los. Tschüss. Also fassen wir zusammen. Was ist der Unterschied zwischen zentralen und dezentralen Schließen? Beim zentralen Schließen werden alle Türen zwangsgeschlossen. Und zwar von einer zentralen Stelle aus. Ja? Hier am Führerpult von einem Taster oder von einem Wagen aus. So, zentral aber. Und alle gehen zu. Beim dezentralen Schließen passiert das nicht, sondern hier entscheidet jede Tür von alleine, wann sie zugehen möchte. Hier vorne kann ich bloß noch entscheiden, ob man sie wieder aufmachen kann. So, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ab in die Kommentare. Okay, tschüss.